Heute, was geht ab, Leute? Hier? Auf dem Weg zu dem Mewtwo Raid. Und da haben wir noch das mysteriöse Pokémon, das sich in Ditto verwandelt. Ist immer noch da, ist aber selten geworden. Nicht mehr jeder Spawn. So. Abgesehen davon habe ich eigentlich keine Ahnung, was wir heute so machen. Bam. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal zum Mewtwo Raid. Mal schauen, ob wir da ein bisschen Glück haben. So, seitdem wurde bekannt gegeben, wurde herausgefunden, was dieses mysteriöse Pokémon ist. Und zwar ist es ein mythisches Pokémon namens Meltan. Es war eine Promo-Aktion von Niantic, von Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, Nintendo. Echt clever gemacht von denen, echt gut gemacht. Es kam ein Video raus, es kam auch im Spiel die Nachricht, die Neuigkeit über das neue Pokémon. Und dann der Link, der Verweis auf das Video. Checkt das Video ab, ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Ich habe ursprünglich ein React-Video drauf gemacht. Wollte ich gestern schon hochladen, aber das konnte nicht veröffentlicht werden, weil Material von Nintendo. Aber an sich ist auch nicht viel mehr bekannt, nur dass demnächst noch mehr kommen wird. Das Video war irgendwie Folge 1 und es werden wahrscheinlich noch mehr Folgen kommen. Und es wurde ein bisschen angedeutet, dass irgendwas mit Feldforschung demnächst kommen wird, bezüglich dem Pokémon wahrscheinlich. Und das Pokémon ist vom Typ Stahl. Aber mehr wissen wir auch nicht. Abgesehen davon, wie gesagt, das ist eine geile Promo-Aktion, Werbung für die Let's Go Evoli und Pikachu Spiele sind, die Mitte November rauskommen werden. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil wir holen uns das Spiel natürlich und werden das zocken und streamen. Und mehr dazu demnächst. Erstmal weiter mit dem normalen Video. Alle da. Los geht's. Pokémon sind tot. Ist nicht gut. Was soll ich denn nehmen hier?
Ja, endlich. Können wir gleich hier vertauschen. Mewtwo gegen Mewtwo. Irgend so ein altes Trattini. Schön, habe ich auch. So. Und? So, zweiter Mewtwo Raid. Muss mein Team heilen, Alter. Beim ersten war schon richtig leidend. Das war der falsche. Mein Pferd ist nicht in der Nähe. Wieder den falschen Gehalt. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Auf jeden Fall sind wir einer weniger als davor. Kommt da noch jemand? Ist das Alex? Jetzt sind wir einer weniger als davor. Ja, meine Pokémon immer noch nicht geheilt. Also jetzt ist sie noch schlechter als davor. Okay, es wird spannend. Wir machen es zu 5. Diesmal einer weniger als davor. Ja, mein Team nicht geil, also ist noch schwächer. Und der hier sowieso nicht. Also ich kann ein paar Geschenke aufmachen. Und dann haben wir hoffentlich ein paar Beleber drin oder so. Also noch sieht es okay aus, aber die Teams werden ja immer schwächer und schwächer. Aber jetzt mein zweites Team hier ist eigentlich stärker. Da kommen wieder die gehaltenen Despotar und Mewtwo. Also der Kleine zahlt sich jetzt schon aus. Ohne ihn hätten wir die zwei. Bei denen da hinten schon, aber den hier auf jeden Fall nicht geschafft. Aber nicht zu früh, Freund. Noch haben wir den ja gar nicht geschafft. Kabuto hat 100% auf Max gepusht. Nur wegen Steinkarte, weil das Wetterboost ist. Fragt mich, Leute. Ja, passt doch. 20 Sekunden. Werden wir dafür belohnt? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Leider, schade. Ciao. Er kriegt immer Damage 1, obwohl er voll reinhaut. Ohne ihn hätten wir es gar nicht geschafft. Und er kriegt nur Damage 1. Richtig unverdient. So. Doppel Excellent hintereinander. Und? Einmal hat es funktioniert beim bloßen. Passt ja. Okay. Ja, mal schauen, ob ich den hier noch fange. Ansonsten gönne ich mir jetzt erstmal Mittag und dann schauen wir mal, was heute sonst noch so gibt.
So, das war's erstmal von mir. 2 Meteorates gemacht, eingetauscht, alle 3 nicht so top. Und wie gesagt, das wurde dann später hinzugefügt. Meltan ist das neue Pokémon. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und an sich ist der Hype für dieses Pokémon bisher noch ziemlich gering. Wir waren danach im Stream, als es angekündigt wurde. Aber an sich hat eigentlich keiner danach gefragt. Wir haben ganz viele andere Sachen besprochen. Aber dieses neue Pokémon Meltan hat nicht viele gejuckt. Juckt euch das neue Pokémon? Wie findet ihr das? Wie findet ihr die Aktion von Niantic? Alles unten in den Kommentaren. Also das war's von mir. Wenn wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.